Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Grüße aus Italien vom Gardasee. Wir haben uns jetzt 7:45 viel geschlafen, war nicht so. Aber worum es jetzt geht. Also M2 Gesi macht sich. Super geiles Auto, bestehend aus dem M4. Achse, Getriebe, Motor. Auch wenn wir ihn noch nicht richtig getestet haben. Aber dann nehmen wir euch nach dem Einfahrservice mal mit. Weil dann heißt es ja, wir dürfen ein bisschen Gas geben. Und hier sind ja ein paar schöne Berge. Und dann gucken wir mal, was so geht. So. Wir sitzen im M2. Innen drin. Vom Auto her exakt eigentlich dasselbe Auto. Bis auf der schöne Display. Da streiten sich ja echt die Meinungen drüber, aber ich finde es richtig geil mit dem großen Display. Ich bin so ein bisschen neidisch drauf, dass es nicht im M3 ist, aber im M2 haben wir es drin. Hier auch die Softsitze, sage ich immer dazu. Schön für Eisdielenfahrten. Ja, ganz bequem. Ansonsten zum Auto, also fährt halt exakt gleich. Ich würde tatsächlich sagen, also was ich schon mitbekommen habe, das Getriebe ist ein bisschen verändert. Vielleicht der ein oder andere merkt es auch, der mal ein M3 oder ein M2 gefahren ist. Wenn man hier manuell schaltet, ist das Getriebe wirklich, es rupft so ein bisschen. Also ich kann es auch mal zeigen, wenn ich jetzt im dritten Gang bin und einfach schalte, dann klackt das so richtig ein. Ist so ein bisschen Erinnerung ans DKG-Getriebe. Ja, und jetzt heißt es Einfahrtskontrolle, 2150 Kilometer. Wir sind in sage und schreibe 2 Minuten bei BMW in Italien. Habe ich auch noch nie gemacht. Mal einfach irgendwo anders die Einfahrtskontrolle, aber muss sein, sonst war es das mit der Garantie. Wir werden euch gleich ein bisschen was von außen zeigen und dann nachher mit dem Auto, das Wetter wird auch gerade ein bisschen besser, dann könnten wir mal gucken, ob wir ein paar schöne Berge oder Pässe finden. Und dann nehmen wir euch da mal mit und gucken mal, was das Auto so kann, weil wir halt wirklich die ganze Zeit eigentlich nur am Cruisen sind. Moin. Hallo. Die ignorieren uns einfach. Die denken sich so, was sind das für Spinner? Ja, ich bin mal gespannt, was das wird, ey. Wenn wir das Auto wieder bekommen. Sieht das Auto nicht geil aus, einfach ohne Scheiß. Bei Gott, die Karre ist einfach geil. Also wer auch immer gesagt hat, das Auto ist total pottenhässlich. Welches Auto, jetzt mal ganz ehrlich, außer ein E92 M3 und ein GT3 RS, ist Serie geil? Ein M2. Nee, auch nicht Serie. Wenigstens Fahrwerk rein. Das Ding alles so ein bisschen von der Karosserie. Ein bisschen umgebaut sein muss immer. Früher, wo der M3 rauskam, der G80 oder auch jetzt M4, alle haben geschrien über die ganze Front. Total hässlich und so weiter. Ja, die Autos werden aber auch von den Leuten gemacht. Also zumindest von vielen. Von vielen? Lüge ich oder lüge ich nicht? Nee, ja schon, ne? Ja. Also doch, danach sieht ein Auto echt krass aus. Also besonders das Ding. Ich sehe das und fühle das schon richtig. Naja, wollen wir mal Richtung rein? Ja, können wir gerne machen. Ja? Ja, gerne. Ja, komm. Ich würde schwer behaupten, der ist schon verkauft, der ist schon angemeldet. Übrigens auch eine sehr, sehr geile Farbe. Aber jetzt möchte ich euch mal was zeigen, was ich bei dem Auto, warum wir den auch in Schwarz genommen haben. Also bei der Farbe sieht es gar nicht schlecht aus, finde ich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel blau, rot oder wie auch immer hat, du hast hier immer, also das Luftlicht ist hier oben halt immer gefärbt, sozusagen in Schwarz. Und Schwarz auf Schwarz, da fällt das halt nicht so ganz auf. Aber Börge, was sagst du zu der Farbe? Ich finde sie schon geil. Also die kommt dem Nardo Grau von Audi sehr ähnlich. Ja, ne? Obwohl die Metallic ist, ist Nardo Grau ja nicht. Geil, also Farbe ist schon cool. Natürlich auch ohne Carbon-Paket jetzt hier. Aber da freue ich euch schon, wenn wir euch auf mehr mitnehmen, weil das wird noch eine lange Reise mit dem Auto. Wir haben da schon die ein oder abgefahrenen Sachen. Tatsächlich, wenn das Video dann online kommt, ist das Auto wahrscheinlich schon umgebaut wieder. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier gerade bei BMW in Italien drin, also Mini und BMW. Aber ich muss ehrlich sagen, ist schön hier, ne? Ja. Also sehr, sehr, sehr aufgeräumt, sehr gepflegt, auch die Werkstatt gerade, wo wir... Oh, ich habe was ganz Schlimmes gesehen. Oh, yo. Siehst du das auch? Ja, ja. Das ist doch hier mit Lenkstock, oder? Da schaltet man noch so, ne? Ich glaube, ja, doch. Ja, aber komm, bist schon mal Mercedes gefahren? Ja, letztens noch, ein AMG GT63 S. Wäre ich auch gerne gefahren. Nee, davon ab. Ganz ehrlich, Mercedes macht auch geile Autos. Ja, sicher. Aber ich sag immer, wenn ich 50 plus bin, vielleicht dann. Oh. Jo, da steckt mein altes Herz zurück, eine Audi. Auch ein schönes Auto, oder? Ja. Aber sind wir hier nicht eigentlich bei BMW? Eigentlich ja. Aber von den Autos, die hier stehen, also hier stehen ja ein paar, muss ich tatsächlich zugeben, ist der M2, der da vorne steht, schon der schönste. Ja, also obwohl ich hier... Geil. Doch. Da würde ich mich auch drin sehen. So ein X5M oder so. Puh. Ja, noch nicht. Das ist schon geil, so hoch zu sitzen. Junge, da kannst du direkt Anhänger hinten dran, Karre rüberziehen, ab nach Italien. Ich hätte jetzt eher gedacht, da kannst du schön mal hier den Kleinen zur Schule bringen. Habe ich was verpasst? Carlos oder was? Alles gut. So, 6 Stunden später. Inspektion ist durch. Da steht das gute Stück. Hier bei Nani
Nemba. Ja, in Italien. Nicht Memba, Nemba. Das ist ja ein chinesisches Gericht. Ja, ne? Da kann man nämlich jetzt mal ein bisschen Gas geben, weil war ja alles verboten vorher. Und er sagt auch, alles super, alles top. Bis zur nächsten Inspektion jetzt 29.000 Kilometer frei oder bis 2025. Ich denke, das wird vorher schon passieren. Also, los oder los? Ja, ich habe da schon eine nette Location vorbereitet. Würde ich sagen, fahren wir mal hin. Ja, okay. Und dann gucken wir uns die Kiste mal richtig an, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, also nochmal Rundumcheck. Ja, genau. Auch da mal ein bisschen fahren, so mit GoPro auf schick. Oh, okay. So, ne? Ja, machen wir. Cool, ja, halt. Ja, geil. Alles klar? Ja, gut. So, ich schwimme mich schon mal rein. Mach das. Ich bin heiß wie Frittenfett. Moment. Der geht auch ein bisschen lauter. Warte, Soundcheck. Ist noch kalt, aber ein bisschen geht. 2000. Klappe zu. Moment. Ah ja. Stopp's auch dann, ja? Ah. Jetzt möchte ich euch aber das Auto nochmal von außen vorstellen oder beziehungsweise die Ecken und Kanten zeigen und natürlich auch nochmal von innen, wie unsere Konfiguration sozusagen am Auto ist. Fangen wir erstmal mit der Front an. Da sich die meisten Meinungen streiten, bei der Front ganz klar, also komplettes Line-Up wurde geändert vom Auto. Komplette Karosserie mit den großen Backen hier unten. Das sieht man hier schon sehr gut, wie groß das alles ist und wie viele Einlässe der Wagen hat. Was ich natürlich da direkt nicht so geil finde, das muss ich auch direkt mit reinhauen, sind die PTC-Sensoren. Dass die hier oben drauf gesetzt wurden, finde ich jetzt nicht so nice. Kann man mit leben. Ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Von der Breite des Autos, Kotflügel alleine, also das ist halt echt Wahnsinn. Also wenn man sich jetzt einfach mal die Seite anguckt vom Auto, wie breit die Radkästen gebaut sind. Ja, die kommen hier schon enorm breit raus, sodass eine 10,5 locker drauf geht. Und hinten hatten wir eine 11,5er Felge drauf. Das seht ihr auch hier richtig cool. Der ganze Kasten, wenn man im Spiegel guckt. Burger, du bist ja hier hingefahren, den Wagen, ne? Ja. Wie war denn das so? Ich habe eigentlich nur Rathaus gesehen, ja, ne? Ehrlich. Also der halbe du Spiegel siehst ist halt voll nur den Rathaus. Rathaus und das ist halt echt krass. Interieur, hatten wir ja vorhin schon gesagt, Türpappen sind anders. Im Dunkeln ist es halt so, dass die Seiten hier komplett leuchten. Finde ich auch super, super geil. Und die ganzen Leisten, diese LED-Leisten, bei einem M3 G80 kannst du nur 3-4 verschiedene Farben einstellen. Und bei dem Auto gehen einfach, ich glaube, 8-9 Farben. Und das ist halt auch schon sehr, sehr geil. Interieur halt typisch G-Reihe. Bis auf jetzt halt natürlich der neue Tacho, der halt komplett ist. Also hier nochmal der große Bildschirm. Ja, und innen drin genauso clean wie alle anderen G-Reihen. Das ist einfach richtig schön aufgeräumt. Ja, und ansonsten Lenkrad. Wenn man sich anguckt, sieht man halt sofort, ist alles wieder baugleich. Ja, und ansonsten würde ich jetzt sagen, zeigen wir euch das Ding nochmal von hinten. Weißt du, was dem auch fehlt? Ach so, ja. Das ist der Panikgriff. Aber meistens für den Beifahrer der Panikgriff. Die fehlen, ne? Aber leider auch. Hast du etwa Panik, wenn du mit mir fährst? Nein. Oh, das war schon ein bisschen gezögert, oder? So, falls der eine oder andere sich fragt, wer wir überhaupt sind. Wir haben Sticker-Tuning betrieben. Nee, Spaß beiseite. Das haben wir dann schon mal erledigt. Natürlich auch unsere super Kennzeichenhalter dran. Haben wir auch schon mal geschafft. Jetzt kommt die Frage wahrscheinlich noch, wie sieht's denn aus mit vorne? Wir hatten den Wagen jetzt gerade mal 4 Tage, sind nach Italien gefahren und... Kommt kannst also du mal ganz kurz übernehmen? Ich muss mal eben die Tür zumachen. Ja, klar. Moin, moin. Gucken wir an. Macht er das nicht schön? Danke. Gerne. Ja, was soll ich euch sagen? Also, ist da irgendwas Verbotenes im Kofferraum? Irgendwie? Nö. Ja, okay, komm. Dann Platz hat der. Wenn man da so reinguckt, der ist wirklich sehr tief, der Kofferraum. Und auf die Höhe. Also, du hast ehrlich wirklich richtig viel Platz. Ansonsten, geiles Gimmick. Das hatte ich eigentlich hierhin gemacht. Hat wahrscheinlich mit deinem Koffer nicht mehr gepasst. Das hat meiner nicht. Bei mir ist hier Plastik. Dein Auto ist ja auch alt. Boah, ich hoffe, ihr beleidigt ihn. Das steht übrigens da. Verdammt, ey. Naja, auf jeden Fall, Kofferraum ist echt enorm viel Platz. Abgedunkelte Rückleuchten, Jungs. Also irgendeiner wird es wahrscheinlich nur anzweifeln. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sehen alle und keiner zweifelt es an, weil das wäre hardcore peinlich. Ansonsten, Ecken und Kanten bei dem Ding ist absolut wild. Also, ob es eine Rückleuchte ist, alleine was für Winkel und Ecken und Kanten die Karre hat, das ist einfach geisteskrank. Also... Wenn man da so ein bisschen das Auto schon tiefer macht, wirkt das Auto schon direkt anders. Ja, und ansonsten Abgasanlage mal wieder so gebaut, dass der Top sichtbar ist. Beschwert sich eigentlich jeder BMW-Fahrer rüber tatsächlich, weil wenn du hinter dem Auto herfährst, du siehst ihn. Allerdings wird das Ding natürlich gewechselt, dann sieht man ihn nicht mehr. Was soll ich euch sagen? Also Heckdiffusoren, ein bisschen anders, ein paar Ecken und Kanten rein, ja. Und dann sieht das Ding ziemlich wild aus. Also ist einfach ein mega Auto. Und wenn du es dir von hinten anguckst, hier die Rundung der Heckklappe, original, ja, mit so einer kleinen süßen Abrisskante, jetzt nicht so das Wahre. Also ist halt einfach nicht mein Geschmack. Aber ja, Geschmäcker sind ja
verschieden ein Glück. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sollten wir eigentlich mal eine Runde in Italien in die Berge fahren. Da hätte ich Bock drauf. Ach so, sorry. Was ich noch sagen wollte, im Übrigen, der hat schon ein Fahrwerk drin und M3 G80 Räder, ja? Also, es sind schon Competition Räder. Applaus. So, meine Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier auf dem schönen Pass. Wir wollen euch jetzt auch mal zeigen, wie das Auto ein bisschen fährt. Zum Vergleich zum M3 G80 wollen wir jetzt mal gucken, wie so ein M2 G87 fährt, weil im Endeffekt ist es ja dasselbe Auto, wie von innen, genauso wie von außen, mit dem Antrieb oder beziehungsweise die ganze Achsgeometrie plus der Motor. Getriebe zum Vergleich direkt schon mal, ich bin ihn jetzt ein bisschen in Italien gefahren. Er ist auf jeden Fall zickiger, aber konnte ich auch vom alten Modell tatsächlich so ansagen, vom M2 F87, dass einfach ja, durch den kürzeren Radstand die Dinger hier zickiger sind. Aber wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit und gucken mal, wie agil das Ganze liegt. Traktionskontrollen tatsächlich jetzt aus, geht leider ein bisschen bergab, aber sportliches Fahren geht hier natürlich trotzdem. Also ist so schon mal super geil. Wie gesagt, KW-V3 ist schon montiert. Wir haben jetzt keinen direkten Vergleich zum Originalfahrwerk, aber ich sage immer, ein KW in so einem Auto muss einfach sein. Jetzt haben wir hier so eine schöne Linkskehre. Ja, keine Leitplanken im Blick. Aber hier können wir mal so ein bisschen Gas geben in der Kurve. Ja, merkt man schon, oder? Dass hier hinten auf den Druck. Ja, also das ist schon echt eine wilde Nummer. Das ist krass. Ich meine, M3 ist schon eine wilde Nummer, oder? Also ein M3 G80 davon ab ist auch sauschnell, aber es fühlt sich irgendwie noch mal anders an. Ich habe auch gemerkt, tatsächlich im unteren Drehzahlbereich, also der erste Gang fühlt sich ein bisschen wie gedrosselt an, also dass er echt ein bisschen länger braucht, Gegensatz zum G80, aber wenn der Punch dann kommt er ordentlich. Wie das Auto halt Serie jetzt schon sozusagen liegt, das ist der Wahnsinn. Also schöne Kurve, die ziehen wir jetzt so mit. Er liegt einfach, also das ist halt schon krass. So, jetzt eine schöne Kurve. Da kam er ein bisschen, im zweiten Gang hast du gemerkt, direkt rumgezickt. Ab nochmal. So, meine Freunde, jetzt möchten wir euch gerne mal eine Launch zeigen. Launch Control baut sich auf, wird vorbereitet. Jetzt sagt er Go. Das ist schon krass, ne? Das ist richtig krass, ne? Das ist schon echt eine wilde Nummer, ey. Das kannst du keinem erzählen. Wahnsinn, krass. Wahnsinn, Wahnsinn, krass. Wahnsinn. Aber vom Radstand her merkst du es, ist auch für mich Neuland, weil der einfach kleiner ist, der Radstand. Ja. Geht er halt anders mit einer Kurve wie mit einem M3. Krass, ne? Echt geil. Oh, guck mal, auch schön hier. Macht Bock. Macht Bock. Wenn man mit so einem Ding warm wird, ist das, glaube ich, schon echt mega, mega geil. Ja, auf jeden Fall. Wie das Ding liegt, ne? Das ist unfassbar krass. Guck mal. Das ist so Wahnsinn, ehrlich. Mal jetzt schön langgezogene Kurve. Geil, einfach geil. Und die Bremsen. Das muss ich auch sagen, Bremsen sehr, sehr gut. So, ich hoffe, das Review hat euch gefallen vom neuen M2. Wenn ihr natürlich irgendwas wissen wollt oder ihr irgendeinen Input braucht, fragt mich gerne. Schreibt es mir unter die Kommentare oder sagt mir einfach Bescheid. Ich bin weg. Bis später.